Hallo zusammen, ich habe eine Zuschaueranfrage, ob ich dann Lithium und Bleibatterie zusammenhängen kann. Nein. Und die zweite Anfrage ist, kann ich mit einer Lithiumbatterie die Bleibatterie laden? Ja, aber kommen wir dazu. Also wenn ihr eine bestehende Bleibatterie habt und ihr möchtet noch eine Lithiumbatterie oder eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie dazuhängen, sie parallel dazuhängen, nein, das geht nicht. Die Empfehlung ist immer noch die gleiche. Gleich alte Batterien, gleich große Batterien und gleiche Modelle in Serie hängen. Also wenn ihr eine Neuanschaffung macht, die raus oder fahren, bis sie tot ist und dann eine Lithium umrüsten. Die zweite Frage war, kann ich mit dieser Batterie meine Starterbatterie laden? Wusste ich nicht, keine Antwort, habe ich dann versucht. Ich habe also hier die Batterien parallel gehängt. Ich habe die Spannung hier gemessen über das Voltmeter, liegt doch hier. Und ich habe den Strom gemessen über das App. Also hier über das App was und das regelmäßig aufgeschrieben. Ich bin gestartet mit 100 Amperestunden, 100% Kapazität auf dieser Batterie. Und diese Batterie hier habe ich entladen. Und zwar entladen mit einer Kühlbox. Diese Kühlbox hat einen Unterspannungsschutz, der geht bei 10,5 Volt aus. Und schaltet bei 12 Volt wieder ein. Also die Batterie hatte irgendwo eine Spannung ein Stück unter 12 Volt. Gestartet, zusammengehängt, hier über einen dicken Stecker. Dann hatte ich einen Peak, der geflossen ist von der Batterie hierher von 94 Ampere Strom. Das ist für die Batterie kein Problem, die nimmt es auch ohne Probleme auf. Und nach 2 Minuten ist der Strom dann zurückgefallen auf 40 Ampere. Also das heißt, es sind 40 Ampere aus dieser Batterie in diese Batterie geflossen. Nach 20 Minuten ging der Strom zurück auf 20 Ampere, in 40 Minuten auf 10 Ampere, 16 Ampere, in 1,5 Stunden auf 9 Ampere und nach 2,5 Stunden auf 4,2 Ampere. Und dann habe ich 30% dieser Batterie entladen gehabt. Also das heißt, 30%, 30 Amperestunden sind von dieser Batterie in diese Batterie geflossen. Ohne irgendwelche Trennschalter, Ladebooster, irgendwas dazwischen. Das heißt, wenn ich eine entladene Fahrzeugbatterie habe, und ich habe eine Lithiumbatterie, kann ich mit der, mit dem Überbrückungskabel, diese Batterie laden. Also das heißt, in 2,5 Stunden war die, ich sag mal, das ist eine 95 Amperestunden. Die ist zwar nie leer, habe ich aber ziemlich gut geladen mit 30 Amperestunden. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wenn nicht, nochmals in die Kommentare schreiben, was ihr wissen möchtet, weil es ist Januar, im Januar mit Kühlgeräten, das ist ziemlich schlecht. Zweitens, verreisen persönlich ist auch schlecht. Und jetzt bin ich hier, ich habe Zeit, ich mache Tests. Ich kann Tests machen, ich habe das Messinstrument, ich habe die Batterien hier, ich habe auch hier so eine relativ gut erhaltene Bleibatterie. Zweitens haben wir noch eine Aktion, wenn ihr solch eine Batterie möchtet, im Wohnmobil ersetzt, dann fährt mit dem Wohnmobil hierher, ihr kriegt die Batterie bis Ende Februar kostenlos eingebaut. Das heißt, ihr müsst nur die Batterie bezahlen, den Arbeitsaufwand, das ist in der Regel eine gute Stunde, den schenken wir euch, wenn ihr noch eine Klemme braucht oder ein Kabel oder irgendwas, geben wir auch dazu.
Das wäre die Aktion. Ich verlinke euch hier die Kühlbox, mit der ich diese Batterie entladen habe. Hier zeige ich euch diese 100 Ampere Batterie im offenen Zustand. Und hier mache ich euch ein Video, wie stark darf ich eine Batterie belasten. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.